Herzlich willkommen zu Star Wars Galaxy of Heroes. Und wir haben hier jetzt das Gilden-Update. Ich habe natürlich auch schon meine Gilde erstellt. Sie heißt, wie hätte es anders sein sollen, Eitsch Metal Rock. Hat mittlerweile 15 Mitglieder. Man muss sagen, da gibt es bei dieser Gilde so einen kleinen Fail. Und zwar die offenen Einladungen, die man an seine Freunde bzw. Verbündeten gestellt hat, die werden hier zu den Mitgliedern auch schon dazugezählt, was ich nicht für richtig halte. Auf jeden Fall. Das ist jetzt das erste Gildenvideo und da gibt es gleich natürlich mehrere Fragen. Erstens, wie sollen wir das machen mit den Offizieren? Wie sollen wir die Offiziere bestimmen bzw. sollen wir das so machen, dass wir die. Ich habe jetzt einfach mal die zwei bestimmt, damit die mir quasi am Anfang helfen können, weil die einfach die besten sind in der Gilde, ist einfach so. Und aber ich würde es auf lange Sicht so machen, dass wir Offiziere ernennen, beziehungsweise ich ernenne, die sich am meisten für die Gilde einsetzen. Also, ich habe jetzt hier keine abartigen Anforderungen am Anfang. Wir haben bisher auch nur 15 Mitglieder und da habe ich auch nicht so viele Anforderungen. Also wäre schön, wenn wir zur Hälfte irgendwie voll werden würden. Das fände ich auf jeden Fall ganz cool. Dann Offiziere auf jeden Fall leistungsorientiert bewertet, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ihr da was anderes meint, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein. Es geht ja wie gesagt um das Uns, oder beziehungsweise wie geschrieben um das Uns. Dann, dieser Chat ist nicht so das Wahre. Da kam gleich als erstes die Frage von wem war es denn nochmal? Von Heil Lemon. Dass der Chat ist mies, das stimmt, der ist nicht ganz so toll. Und er hat gefragt, ob wir das irgendwie mit Telegram oder Line oder ich weiß nicht was, oder so ähnliche Kommunikationsmittel machen sollen. Das wäre auch noch die Frage, da bitte auch Vorschläge rein, ob dir da zustimmt und wer die Möglichkeit hätte, da Telegram oder ähnliche Sachen zu nehmen, dann das wäre natürlich cool, wenn wir da so eine Gruppe hätten. Da könnten wir dann auch außerhalb vom Spiel uns besprechen. Fände ich ganz cool. Das sind jetzt so die wichtigsten Punkte, würde ich mal sagen. Das wollte ich gar nicht. So, dann geht es natürlich um die Raids. Das sind ja quasi diese Clan-Kämpfe, oder beziehungsweise diese Kämpfe, die man hier bestreitet. Da kann man bisher, also ich zumindest, kann nur bis Level 8. Wie sieht denn das überhaupt nochmal aus? Da muss man auf jeden Fall, da braucht man diese Gildenfunds und oder Farns, oder wie man das auch immer ausspricht. Auf jeden Fall, die erhält man dadurch, dass die Gildenmitglieder quasi normale Kämpfe, also beziehungsweise jetzt, wie soll ich es erklären? Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel auf der hellen Seite irgendwie Cantina-Energie reinsteckt, was sag ich denn? Energie reinsteckt, wie heißt denn nochmal? Energie einfach reinsteckt, dann wird das auch auf das Konto von der Gilde zugeschrieben. Also ich habe jetzt hier schon bisschen was reingesteckt und Cantina-Energie wird auch dazu gezählt. Dann kann man hier gucken. Und zwar, wo waren das nochmal? Guildenstore? Ne, da war es nicht. Ich glaube, hier war es sogar. Ja, genau, Bestenliste. Hier kann man schauen. Info. Hey, jetzt. Jetzt bin ich raus. Wo waren das nochmal? War das hier bei den Aktivitäten? Gildenaktivitäten. Ach, da war's. Okay, gut. Hier kann man sehen, wie viel Energie man reingesteckt hat. Also man muss also quasi normale Kämpfe bestreiten. Und die Energie, die man da reingesteckt hat, die wird dann hier quasi auch drauf verwertet. Und ja, dadurch kann man dann irgendwann hier in der Gilde Kämpfe bestreiten, allerdings braucht man da am Anfang schon. Wie viel braucht man hier schon? 30.000 von dem hier.
Da werden von Gildenmitgliedern produziert, die einen persönlichen Gildenbeitrag zu täglichen Aktivitäten leisten. Also man muss tägliche Aktivitäten hier machen und sich da einsetzen quasi. Also wie immer einfach richtig fett das Spiel durchsuchten quasi. Was gibt es denn noch? Also das wäre so mal das Wichtigste. Also wir haben mit Offizieren, also nochmal zusammengefasst, damit es auch jeder kapiert. Also Offiziere, wie soll man die benennen? Beziehungsweise sollen wir das nach der Leistung machen? Dann der Gildenchat, sollen wir da noch ein extra Telegram-Gruppenchat aufmachen oder sowas in der Art? Und dann auf jeden Fall kämpft so viel wie es geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meine Gilde reinkommen würdet, dass wir die irgendwie voll bekommen. Ich weiß nicht, 50 ist halt schon viel. Wir sind jetzt noch eine relativ junge Gilde, eine relativ kleine. Wir waren jetzt, also ich habe jetzt halt die Gilde war am Anfang relativ voll. Dadurch mit dem Fehler von den offenen Einladungen. Und dadurch konnte am Anfang keiner rein, die ersten paar Stunden, als es online war. Das hat mich so ein bisschen zurückgeworfen in der Rangliste, glaube ich mal. Aber das, also so eine Gildenrangliste gibt es hier in dem Fall gar nicht. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr zu mir kommen würdet. Wir wollen hier was richtig Großes aufbauen und wie ihr seht, sind auch englisch sprechende Leute sogar drin. Also auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch weitere Punkte habt. Das hier ist das nur das erste Video. Dann bitte lasst es mich wissen. Das geht hier um das uns, also irgendwelche Probleme, wenn ihr irgendwas denkt, dass ich das irgendwie falsch führe oder sonstiges, einfach sagen, ich werde hier wirklich viel Energie und Zeit hineinstecken, weil ich ja sowieso das Spiel, also täglich 2 bis 3 Mal auf jeden Fall spiele und dadurch, dass die Gilde jetzt hier quasi meine ist, dann wird das hier auf jeden Fall auch noch, werde ich noch des Öfteren hier aktiv sein und ja. Gut, das war's für den ersten Part. Wie gesagt, schreibt alles rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zu einem weiteren Video. Noch eine Anmerkung dazu. Ihr werdet hier sehen, Spielerstufe 70. Diese Gildenvideos werden neben meinen normalen Videos laufen. Also heute ist jetzt Part 28 rausgekommen mit Spielerstufe 64, glaube ich. Also nicht wundern, das läuft parallel. Und das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.